I couldn't possibly tell you. It's here. Can't you feel it? This whole room. Everything is in color, and I can feel the air. I can see it. I can see all the molecules. Can't you see it? I'm trying. Moin! Jo, heute darf ich euch ein richtig, richtig, richtig geiles Outdoor-Messer vorstellen. Erstmal vielen Dank an den René raus, der mir das Teil mal geliehen hat. Link zu seinem leider inaktiven Kanal findet ihr in der Videobeschreibung. René, ein sau geiles Teil. Du hast mir wirklich einige Modelle rumgeschickt. Und das CT und dieses Modell hier, die haben es mir echt angetan. Bei beiden Modellen würde ich dir raten, verkauf sie nicht, behalt sie. Erstklassiges Set zusammen, Klapper wie auch fixed. Da bist du gut mit aufgestellt. Das ist nämlich das TRC, also TRC Knives, das K1 vom guten Tritius. Das ist sowohl optisch wie von der Performance einfach ein großartiges Messer. Ganz kurz vorab, ich bin mir nicht sicher, ob die Kydex ab Werk kommt. Falls ja, ist die hervorragend, sowohl von der Verarbeitung wie von der Passgenauigkeit. Ich finde den Gurt hier als Tragesystem super, ist auch sehr stabil, alles sehr robust. Die Kydex gibt als Feedback ein wunderbares Klickgeräusch zur Sicherheit zurück. Sitzt wirklich bombenfest. Und hier haben wir noch als Auflage, da bin ich mir auch nicht sicher, ob das ab Werk so kommt oder ob das der René so angepasst hat. Als Ziehhilfe eine Daumenauflage und das geht wirklich super. Also wirklich absolut top. Das Messer ist optisch, wie ich finde, absolut ansprechend. Ich hatte das Apokalypse von TRC schon mal da. Das ist ein größeres Modell, ein Haumesser. Ich glaube, der Stahl damals war der RWL 34. Das war ein balliges Monster. Tolles, tolles Camp Knife. Hier haben wir jetzt den LMAX Stahl. Mit einer Klingenstärke um die 4,5 mm, würde ich mal sagen. Das Teil spricht mich einfach total an. Wir haben Green Canvas Micarta. Micarta finde ich eh herrlich. Ist ein tolles Griffmaterial. In dieser Farbvariante, in diesem schwarz-grünen Lakritzton, einfach großartig. Schicke Verschraubung, sitzt alles bombenfest. Wunderbar gerundet. Das Messer, das ist ein Full Tang und alles ist so sauber runtergeschliffen, steht minimal über und alles aber so gerundet, dass es sich wunderbar in die Hand, in den Handballen einbettet. Auch bei meinen großen Händen passen alle Finger rauf. Der Griff ist sehr universell gehalten. Für kleine Finger könnte die Mulde etwas zu lang geraten sein. Müsste dann jeder Interessierte, der kleinere Hände hat, vorab mal checken, bevor er das Teil kauft. Ansonsten sehr universell, in jeder Grifflage. Toller, toller Arbeiter. Der LMAX hatte mich beim Zero Tolerance gerade erst begeistert, beim 0561. Den habe ich wirklich, wirklich lieb gewonnen wieder. Bei diesem Messer, ich habe außer Schnitzen nichts mitgemacht. Ich hatte mir überlegt, ob ich damit Beton oder sonst was, das habe ich dabei sein gelassen, aus mehreren Gründen. Aber was das Schnitzen und das Schneiden angeht, da ist die Klinge absolut geeignet. Wir haben einen schönen Flachschliff, von oben weit runtergezogen, läuft relativ fein aus. Damit kann man sowohl die gröbere Gangart beim Schnitzen einschlagen, wie auch noch feinere Arbeiten machen. Das sind so genau diese Art von Messern, wo es mich jetzt hinzieht.
Einfach tolle, tolle Worker. Wir haben eine Gesamtlänge von 23,5 cm ungefähr. Klingenlänge ist nicht ganz 12, ich meine so 11,7, 11,8 cm. Kannst das Teil also wunderbar legal tragen. Preislich ist es nicht ohne. Ich meine, es muss so um 250 Euro liegen. Das ist eine Menge. Ja, da steigen die meisten dann wahrscheinlich aus. Von der Qualität und Wertigkeit packe ich dieses Modell halt eindeutig in die Bark River Liga. Von daher geht das preislich. TRC Knives kommen wesentlich moderner, wesentlich frischer von der Linie daher, finde ich. Ich finde beide großartig. Könnte da auch eine Marke der anderen nicht vorziehen, weil ich glaube, der Tritius baut einfach Messer, die sind zum Arbeiten gemacht, und das gefällt mir wirklich. Dazu dann noch die gute Stahlwahl immer, wie hier beim K1 halt der angesprochene. Und genau dahin zieht es mich jetzt, zu Messern, mit denen man einfach wirklich wunderbar arbeiten und schneiden kann. Ich habe vom Dirk, vom Mr. Dierdeck, gerade das Castrum Nummer 10 da, das hatte er neulich vorgestellt. Ebenso ein großartiges Messer. Nicht nur, dass das total schön ist, das funktioniert auch saumäßig gut in allen Belangen. Und das liegt gerade mal bei 100 Euro. Also das ist wirklich momentan für mich der Top-Tipp als Outdoor-Messer. Das ist ein großartiges Teil. Und ich selbst habe mir vom Alex Krämer noch ein Messer machen lassen. Und ja, das ist so Klingenlänge nicht über 12 cm, ganz klar. Aber nicht nur wegen der Legalität des Tragens, des öffentlichen Führens, sondern einfach auch, weil die Messer funktionieren sollen. Die sollen gut schneiden und die sollen führig sein. Und wenn man da arg über die 12 cm rausgeht, dann kannst du da nicht mehr groß saubere Arbeiten mitmachen. Die Hand, der Arm erlahmt nach ein paar Minuten, wenn man wirklich damit arbeitet. Und alles ist nicht besonders kontrolliert und. Da braucht man dann schon viel Erfahrung und eine durchaus ansprechende Armkondition, damit das einigermaßen funktioniert. Und da gefallen mir solche Teile viel, viel besser. Und hier haben wir den Flachschliff so dünn ausgeschliffen. Das Teil kannst du in der Küche genauso gut nutzen, wie du es halt Outdoor nutzen kannst. Das ist ein großartiges Teil. Und das K1 kommt da noch eine Spur solider, eine Spur bulliger. Und von allen drei auch am wertigsten verarbeitet. Das Castrum ist spitzenmäßig, also wirklich für die 100 Euro, die man da zahlen muss, absolut top. Hier ist beim Finish einfach nochmal ein Schlag mehr mit drauf. Das ist schon wirklich großartige Arbeit. Und wie ich schon sagte, die Linie, die Konturen, kein Schnickschnack, einfach ein Arbeitsmesser, das aber, wie ich finde, auch optisch völlig überzeugen kann. Dann punktet es noch mit dem verwendeten Material. Ich bin schwer begeistert, bin ich aber von allen drei diese Modelle, die ihr hier seht. Wirklich, wirklich starke Eisen. Alles klar, das war das TRC K1. Ein wirklich, wirklich, wirklich schicker, schicker Stachel, meiner Meinung nach. Okidoki, bleibt gesund. Peace. Ich bin raus.